Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Infamous Second Son. Ja, das ist das Startmenü, nichts Besonderes, es gibt keine Auswahl von Multiplayer oder sowas, also gibt's das wahrscheinlich auch nicht, was ich ziemlich schade finde eigentlich. Und ja, ich bin total heiß auf dieses Spiel, ich glaube ihr auch. Und ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, ich mache jetzt einfach los und ich freue mich total. Leg mal einfach los. Vor 7 Jahren erhielt eine kleine Gruppe von Menschen, sogenannte Conduits, spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffe einsetzen konnten. Das Department of United Fight Protection wurde gegründet, um alle Conduits nun als Bioterroristen bezeichnet zum Schutz der Bevölkerung zu finden und für immer wegzusperren. Es wird angenommen, dass alle Bioterroristen gefasst und inhaftiert wurden. Als Resultat zieht das Department of United Protection langsam zurück und das Militär übernimmt die Bewachung der inhaftierten Bioterroristen. Heute verlässt das erste Militärtransport mit Bioterroristen das DUPT-Gefängnis Curtin K Station und bringt sie in ein Armeegefängnis im Norden des Staats Washington. Es wird dort niemals ankommen. Wireless-Controller seitwärts halten. Okay. Farbspraydose schütteln. Und mit R2 sprühen. Ah, da sprühe ich. Alter, ist das geil. Okay, Leute, wir müssen jetzt selber sprühen. Und das ist eine Schablone. Also da oben auch noch. Das ist ja mal ein cooles Feature. Also man muss das wirklich wie eine Spraydose halten. Und sprühen. Ich sprühe auch viel. Und gerne. So, das haben wir auch. Da ist auch noch. Das sieht aus wie eine Waffe hier, das rechte. So, nochmal. Das haben wir auch jetzt. Da ist auch noch. Wir haben es gleich. So. Achso, es geht weiter. Alles klar. Und ich mache alles schwarz. Okay. Wer ist das auf dem Bild? Warum macht er den so fertig? So. Oder warum verschandelt der das Bild so? Das ist doch nicht schön. So. Hey, Kunst ein Verbrechen ist, dann... Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delta, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Okay. Ja. Das wird gehen. Genial. Ja, genial. Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts. Nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier.
Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Ja, Leute, wir können uns jetzt das erste Mal bewegen. Dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. Und es sieht gerade so aus, dass hier der liebe Dalton, so heißt der Charakter, dass der ziemlich viel Scheiße baut. Und ich hier draußen ist ein Polizist. Ja, da gehe ich lieber nicht raus. Dem Sheriff entkommen. Und ja, an sich, das Spiel steuert sich ziemlich flüssig irgendwie. Also richtig smoothie irgendwie. Gefällt mir auf jeden Fall. Wo geht's denn jetzt hier raus? So. Ah, da. Exit. Steht ja ganz groß in grün. Hallo, Freiheit. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Der leichte Teil, guck dir mal an, wo das ist, auf dem Berg da hinten. Aber die Musik ist cool. Yeah. Okay, ich wäre fast schon ins Wasser gesprungen. Das wäre nicht so cool gewesen. Na, 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 na. Ab da hoch. Gehen Sie über den Strand zum Langhaus. Boah. What the fuck, was war das? Kann ich irgendwie so klettern? Nö. Okay, das sollte ich lieber nicht machen so. Ja, aber wo soll ich denn sonst lang? Ich versuch's nochmal. So, einfach ein bisschen später springen. Und nochmal. Ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Ab hier runter. Pats. Hier entlang mal. Also optisch sieht das Spiel schon mal richtig cool aus. Gefällt mir richtig. Und die Musik im Hintergrund, die ist auch cool. So, ich weiß nicht, ob ich richtig laufe, Leute. Ich mach's jetzt einfach mal. Wie komme ich denn da hoch? Ich darf Wasser, glaube ich, nicht berühren. Ne, das war jetzt nicht so. Lass mich raus. Scheiße. So, nochmal. Und... Oder so. Ja, mach mal eben so. Dann da hoch. Ah, hier links. Alles klar. Ja, Mann, der jetzt ein Fass da lieber nicht rein. So, wie kann ich jetzt runter? Mit Viereck. Alles klar. Endlich mal wieder was Neues. Mal wieder die PlayStation 4 auszupacken und endlich mal wieder ein Spiel zu zocken. Da das letzte Spiel, was ich gespielt habe, Call of Duty ist. Und das war mein Let's Play. Und seitdem habe ich echt keine PS4 mehr angerührt. Und es ist eigentlich ziemlich schade gewesen, aber jetzt gibt's ja wieder einen Grund. Und ja, wir gehen zum Langhaus. Oder wie das heißt. Wir können auch zum Breithaus. Flachwitz. Weiter geht's. Wo geht's denn da lang jetzt? Kann ich hier eigentlich hoch? Ja, kann ich. Perfekt. Zack. Zack. Ich bin Spidey. Nein, ich bin nicht Spider-Man. Aber es spielt sich wirklich flüssig. Also, es ruckelt auch gar nicht oder so. Also, echt smoothie alles. So, dann da hoch hier. Zack. Zack. Geht's einfach mal hier entlang. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Er zieht euch. Da ist schon das Langhaus. Ah, hier runterspringen. Das war knapp. So. Ich habe schon so ein bisschen was über das Spiel gelesen und anscheinend soll das Klettern hier in dem Spiel richtig, ja, nicht gut sein auf jeden Fall. Da ist das in Assassin's Creed anscheinend richtig besser. Alles nur nicht runter. Aber das davon will ich mich noch selber überzeugen. Das zähle ich jetzt irgendwie noch nicht so als Klettern. Dann noch alles ein bisschen einfach hier. Und ja, ich glaube, das ist hier das Langhaus. Ja, das müsste es sein. Tür öffnen. Ach so, mit dem Touchpad. Ah, okay. Ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht hast reingehen. Keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und Hältst immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, Willst das du ist... damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen. Wovon Warum zum Teufel redest du immer, überhaupt? Warum lässt Nein, du mich nicht sein, mir. Der ich Erzähl bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen du Scheiße würdest, du uns retten willst. Würde ich dir Wirklich? Erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Okay, das sieht nicht gut aus. Folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding Nein! Von dem explodierenden Ding wegbleiben, okay? Alles klar. Klar, jetzt kommt auf einmal Feuer. Ja, keine Ahnung, was soll ich machen? Die Unfallstelle untersuchen wahrscheinlich. Da haben wir noch einen. Hi. Verdammte Scheiße.
Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay. Oh, Cobb. Oh. Hey, loslassen! Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen und die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor Sie aufkreuzen. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh, nein. Ich sagte, ich will niemandem wehtun. Okay, das sieht auf jeden Fall nicht schön aus hier. Alles zerstört. What the fuck? Was zum Teufel? Okay. Krass. Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Also ich werde versuchen, das ganze Let's Play hier auf 1080p hochzuladen, Leute. Dass ihr wirklich diese ganze schöne Quali wirklich erleben könnt. Und irgendwie haben wir gerade Probleme. Eieiei. Oh mein Gott. Das soll aufhören. Nein, nein, das soll weitermachen. Das ist cool. Reg, du musst mir helfen. Okay, jetzt können wir uns erstmal wieder richtig bewegen. Wow. Also mit Kreis können wir uns in Rauch verwandeln. Rauchsprint. Alter, sieht das cool aus. Das können wir auch in der Luft einsetzen. Alles klar. Und dadurch. Oh, Leute, das sieht richtig geil aus. Und ja, wir müssen unseren Bruder wiederfinden. Unser Bruder ist ein Korb. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was macht der da? Nein! Reg! Alles okay? Datsun, was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Aber du bist... Ich muss dich da rausholen. Ja, wie soll ich das machen? Okay, hilf mir schieben. Alles klar, ich schiebe auch mal kurz ein Auto weg. Auto bewegen mit beiden Daumen draufdrücken. Alles klar. So. So macht man das, Leute. Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reg, es hört nicht auf, Mann. Alles gut. Du bist okay. Nur atmen. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen. Das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm schon. Alles klar? Ja. Dann los. So, jetzt sollen wir den anderen hier irgendwie zur Fischfabrik hinterher. Das ist diese Fabrik, wo wir am Anfang waren. Von diesem Tricks mehr, ja? Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. So, und wenn wir ein bisschen springen, dann läuft man auf jeden Fall ein bisschen schneller. Was passiert, ist etwas Gutes. Sheriff, wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Ach was. Finden wir es raus. Ja, dann werde ich das jetzt auch mal machen. Was ist denn das hier, was die ganze Zeit so schwarz irgendwie, dieser Rauch hier? Wahrscheinlich muss ich das hier machen irgendwie, keine Ahnung, ich versuch's mal. Und zack. Ey, beleidige mich und ich komm wieder raus. Ey, verfolg dich, ich schwör's dir. Nein, Spaß, wir gehen wieder rein. Gut, geh. Ba-ba-bam. Ich bring Hilfe mit. Sieh nach, ob welche Bioterroristen da drin ist. Pass auf. Wow. Okay. Luftschächte. Gut zu wissen. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt auch mal da rein. Doch, sehr gut. Wow, das tut sicher weh. Ja. Okay, jetzt sollen wir hier wahrscheinlich Betty. Durch. Wo steckst du, Betty? Ich versuch's mal. Nee, auch nicht. Alter, geil, wir haben jetzt so eine Kette.
Oh, ich lieb's jetzt schon, Leute. Also, das sieht unglaublich gut aus. Achtet mal, wenn ich jetzt mit der Kette schlag, wie er dann die Kette wieder einwickelt. Woo! Das sieht richtig cool aus. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das hier einschlagen. Oh ja, das funktioniert. Und das klappt auch. So, zack, zack, zack. Wo geht's weiter? Hier. Zack, zack, zack. Bleiben Sie weg von mir! Nein, bleiben Sie weg von mir! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit? Oh. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis das DUP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Halt, halt, halt! Okay, Leute. Ja, jetzt haut der Typ auch noch ab. Wir haben so ein bisschen was über das DUP erfahren, dieses Gefängnis. Wir sind ein Conduit geworden. Was das alles genau noch ist, das sehen wir alles im nächsten Part. Ein kleines Fazit zu dem Spiel jetzt zum Anfang einfach. Ich find's persönlich schon mal richtig cool. Die Qualität, die Grafik und alles sieht richtig, richtig gut aus. Da zeigt mal die PS4 wirklich, was sie drauf hat. Und ja, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Und ob es euch gefällt. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Würdet ihr mich sehr unterstützen mit. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder zu in Let's Play Infamous Second Son. Und ja, das war's dann. Ich bin euer Spooky. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.